Ja, hier wieder beim Koali und bei Garden Warfare 2. Lands vs. Zombies mit Major Mice. Major Mice. Der meisigste Major, den es jemals gegeben hat. Wir sind auf einer Quest, denn... Nein, wir wollen nicht unbedingt hier diese Story-Dinge da machen. Die finde ich ein bisschen... Finde ich... Ah, gut. Sie ist nicht albern, aber... Naja, egal. Ihr wisst schon. Sie ist ganz cool. Aber... Ich möchte den Zoologen freispielen, dafür brauche ich Münzen. Und außerdem will ich hier auch die Aufträge machen. Mir gibt es nur 2500 Münzen mit der Flagge der Macht. Aber das machen wir mal. Ja, ja, die Flagge. Aha, aha. Depidelfe, ja. Ja, ja. Analysiert die Daten. Aha. Los geht's. Die Flagge der Macht. Dum, 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 dum. Da ist was, da ist was. Tötet es. Es ist eine Kiste. Dum, 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 dum. Und was kriegt ihr mir in eine Sonnenblume? Juhu! Sonnenblume mit rein und fein und super und toll und die besten. Ich mag Sonnenblumen. So, erstmal was pflanzen hier. Zack. Okay, wir haben keine Zeit zum Pflanzen. Wir müssen hier verteidigen. Und die ganz starken Heimatzombies schon wieder auf dem Weg zu uns. Gucken, was zur Heilung hier hinpflanzen. Zack, 3 Sterne verdient. So geht das. Solo. Yay! Multi-Kill! Monster-Kill! Ich bin auch positiv überrascht, dass ich noch nicht ein Problem mit Motion Capturing habe, aber gut, ich habe es auch nicht erwartet, nachdem ich das bei Garden Warfare 1 auch nicht hatte. Ich hatte ein bisschen Probleme in der Beta, ehrlich gesagt. Hatte ich ein bisschen Schiss, aber die Grafik ist auch ein bisschen besser als in der Beta, habe ich das Gefühl. Was macht denn hier so bildet? Ey, die schießen, die schießen! Gab's hier nicht immer noch irgendwie andere, Oh, da kommt ein Captain Deadbeard. Zeit, ihm ein bisschen Mais um die Ohren zu schießen. Na, komm. Oh, der hat was fallen lassen. Captain Deadbeard und seine Piratenfreunde. Auf dem Weg zu unserer Flagge. Sonnenblume verteidige. Ah, da hinten ist die Kiste. Die Kiste, die Kiste, die Kiste. Die Kiste, Leute, die Kiste. Und sie wird bewacht von einem Captain. Aua. Aua, aua, aua. Die Flagge, die Flagge, die Flagge, die Flagge. Wir müssen hier ein bisschen mehr Verteidigung bauen. Ein Bambus, come on. Bambus, Bambus, Bambus. Und hier ist... Oh, hier war eben Heilung. Irgendwas schießt hier gerade auf mich. Da, der Captain. Captain. Er ist in dem Fass. Tötet das Fass. Tötet das Fass. What the fuck? Was bist du? Auftrag erfüllt. 2500 Münzen.
Das bringt uns näher an unseren kleinen Koala. Falls ihr es noch nicht wisst, es gibt einen Charakter, der hat einen Koala auf dem Rücken und ich möchte ihn haben und ich kriege ihn nicht gerade. So, Feuerwerkskörper der Alten. 7500 Münzen. Ich glaube, wenn wir diese Seite von diesem komischen Story-Mode hier fertig haben, dann gehen wir auch mal in den Multiplayer. Los geht's. Könnt ihr aber eigentlich auch mal was anderes spielen? Was können wir denn mal spielen? Irgendwie eine neue Variante? Ich glaube, ich spiele mal den neuen Kaktus, den ich hier freigeschaltet habe. Den hier. Den Zen-Kaktus. Der hat mystische Kugeln. 5 Stück. Und dann holen wir uns hier doch mal so eine neue Zitron. Die Elektro-Zitron. Und die Rosie war scheiße letztes Mal. Aber die Feuerblume hat richtig gut gerockt. Und dann holen wir uns noch einen Feuerschnapper dazu. Wow, 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 wow. Sieht doch echt nice aus. So. Und dann... Boah, der macht ja richtig hier eklige Geräusche. Der irgendwie nicht so cool. Pflanzen! So. Können wir das kaputt machen? Pflanze ziehen. Bambus. Jedenfalls schon mal nice, dass der Kaktus immer noch seine Drohne hat. Der Ingenieur hat seine Drohne ja verloren. Die Verteidigung hier hinbauen. Zombies, es kommen Zombies, wo kommen sie her? Da kommen sie her. Habe ich schon mystische Kugeln verwendet? Bam, bam. Bam, bam, bam. Ich will doch mal ein bisschen Minen auslegen, ne? Hinten am Garten auch noch eine Mine hinlegen. Oh, die eine Mine da liegt ja richtig gut. Ich bin so begeistert von mir selber. Aber kann man nur 2 Minen auslegen, ha? Das ist ein Unterschied zu Garnwurfe 1. Dann, wenn das denn dann so sein würde. Aua, 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 aua. Irgendwie komme ich mit dem Kaktus hier nicht klar. Kakteen muss man zielen. Das war ein Abschuss für den guten alten Koala. Also für mich, nicht den Koala. Nein, ihr wisst schon. Anscheinend macht man mit... Oh, jetzt kommen sie von dieser Seite. Macht man mit den späteren Kugeln, also man hat 5 Munitionskugeln und mit den späteren Kugeln scheint man mehr Schaden zu machen. Da kommen sogar Schnapper. Oh, hier kommen sie, hier kommen sie, hier kommen sie. Tötet sie. Ah, unser Bambus, unser Schnapper. Guckt euch mal den Schnapper an, was der für Work macht hier. Work, work, work. Keine Chance, die Zombies hier. Keine Chance. Ein bisschen hier...
kommt da? Da gibt's Kohle. Ist er gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dum, 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 dum. Sterben die Zombies im laufenden Band. Genauso mag ich das. Da hinten ist noch eine Münze. Eine Münze übersehen. Ja, wir haben sie übersehen. Guck mal, die Schnapper. Haben hier auch schön Kraut hingepflanzt. Perfekt. So ist das richtig. Okay, von wo kommen sie? Die Sonnenblume hat sich schon wieder entdeckt. Da hinten kommen sie. Die Treppe hoch. Mein Kung-Fu ist besser als dein Kung-Fu. Ich bin der Zen-Kaktus. Meine Güte, was hält der aus? Krasse Kacke. Aua. Schnell noch hier eine Mine hinlegen. Lass den Garten in Ruhe. Oh, er hat sich aufgeteilt in drei. Wie unfair. Da ist er. Alte Sack. Der Schnapper versucht ihn schon zum x-ten Mal zu schnappen, aber es klappt einfach nicht. Yes, wir haben das verrückte Feuerwerk und mein Handy klingelt. Da fliegen wir davon. Zurück zum Hinterhof. Sieht doch gut aus. Boah, Leute, wir haben drei von diesen komischen Sternen. Das heißt, wir können hier oben diese komische Kiste aufmachen. Die blinkert und blitzt ja so schön. Öffnen wir die Truhe doch einfach mal. Yes! Hinterhof Obstgarten Gegenstand. Nice. Juhu! Hop in? Nee, besser nicht. Boah, irgendwie geht mir dieses Geräusch, was der Zen-Kaktus beim Laufen macht, total auf den Sack. Gehen wir mal wieder hier hin und verwandeln uns in einen anderen Charakter. Gucken wir doch mal hier die Rosie. Die soll ja so super stark sein. Nice sieht sie auf jeden Fall aus. Auf jeden Fall Autoschuss, das ist schon mal gut. Okay, Auftrag 5 von 6 für 5000 Münzen. Aha, aha. Ja, ja, Dave Watt, so. Aha. Das Feuerwerk, ja. Aha. Drei Teile Feuerwerk auf. Spreng die Gräber. Dann mal los. Wir haben magische Disteln und wir werden damit Zombies töten.
die ersten Zombies. Ja, sie sterben. Ein Zombie tot. Oh, da ist noch ein Zombie. Hallo. Oh, Kung-Fu-Zombies. Nein. Zeitverlangsamung. Ah, die ist echt gut. Die ist echt gut. Genau der richtige Charakter für mich. Man muss nicht zielen. Ein bisschen nachladen. Ein All-Star. Töte den All-Star. Zack. Work, würde ich sagen. Work. So, man kann auch Leute in Ziegen verwandeln, ne? Das probieren wir gleich mal. Irgendwas Starkes kommt. Da-dam, da-dam. Und Feuerwerk. Und? Boom, alle Gräber zerstört, sehr schön. Lass uns etwas Spaß haben, jawohl. Ab in die Kanone. Shoot me, shoot me, shoot me. Nee, man kann ja gar nicht steuern. Ist ja doof. Achtung, Achtung, Rosie im Hauptquartier. Oh, da sind sie schon, die Zombies. Keine Chance gegen unsere magischen Disteln. So sieht's also bei den Zombies aus. Auch nice. Wir sabotieren hier direkt mal hier dieses komische Fluggerät von denen. Das war ja simpel. Licht und Lärm stoßen alle Zombies ab, ja. Mhm. Und nun? Oh nein, Disco Stu! Mit seinen Background-Tänzern. Kann man den verwandeln? Nein, kann man nicht. Ach, hier ist eine Ziege. Tötet die Ziege! Aua, 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 aua. Oh, ich bin fast tot, Leute. Aua. Noch mehr Zombies. Oh, oh, scheiße. Nein. Mein Akku. Da breche ich die Aufnahme mal kurz ab und hole mir mal neue Batterien für meinen Controller. So, da sind wir es wieder. Hua. Und ich bin direkt noch mal zweimal gestorben, weil die kommen natürlich hier auch aus dem Garten raus. Aber jetzt werde ich mich wieder wehren. Jawohl. Da kommen sie schon, die Background-Tänzer. Disco! Ja, der macht ganz schön Aua. Und da ist er down! Ist er down? Erfolg freigeschaltet. So, so. Mhm. So. Jetzt müssen wir noch eine einzige Mission eigentlich hier haben, ne?
Toastfehler! Auftrag 6 von 6. Okay. Dann müssen wir jetzt ein Portal öffnen. Höchste Serie 0. Verwalte deine Sammlung Sticker, heft sie dir Charaktere an, befördere Charaktere, das höchste Level erreicht haben. Ja, nice. Guck mal hier, oh süß. Herz allerliebst. Der sieht ja witzig aus, wie so ein Knautschiball. Eine einzige einsame Rosie. Alle haben Gesellschaft, nur Rosie und Mais nicht. Das müssen wir ändern, Leute. Das müssen wir ändern. So, jetzt können wir hier Sachen aufstellen. Ah, wir können uns aussuchen. Rosie, Mais oder Zitron. Ich finde ja Rosie am coolsten bisher. Jetzt könnten wir da durchgehen. Mal durchgehen. Hallo. Ah, und hier gibt es dann weitere weitere Aufträge. Aber die machen wir jetzt nicht. Wir wollten ja einen Multiplayer. Dim, 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 dim. Zurück. Was gibt's denn hier Tolles? Was bist du? Mitwirkende? Okay. Mal den Ball töten. Kugel. Was ist das? Hm. Strange. Strange, 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 strange. So, was haben wir hier? Ein Grill, ein Golfplatz. Okay. Naja, wir schauen uns jetzt gleich mal den Multiplayer an, Leute. Bis dahin, have fun, euer Koali. Ciao.